Niki Lauda war nicht nur ein Stern am Rennfahrerhimmel, nicht nur ein Stern im Flugbetrieb, sondern war ein Stern auch für seine Familie. Er war abseits der Öffentlichkeit ein liebevoller Ehemann, Vater und Großvater, so schreibt es die Familie auf die Party, und ich weiß, dass das stimmt. Und er war ein empathischer, humorvoller, gelassener, bescheidener, unprätentiöser Mensch im persönlichen Gespräch, in der persönlichen Begegnung, den ich immer mehr schätzen gelernt habe. Er war empathisch für sein Gegenüber. Die Sorgen seines Gegenübers sind ihm nahegegangen. Er hat nachgefragt. So konnte ich ihn selbst erleben. Und kein großer Vorzeigekatholik, aber ein Christ, der gewusst hat, was zu tun ist, der seine Lebenszeit gut genützt hat und uns immer wieder in Interviews auch ein Zeugnis davon abgelegt hat, nützt dein Leben bis zum Ende. Nichts war ihm lästiger als unnötig vergeudete, verzettelte Zeit. Das ist eine große Predigt an uns, unsere Lebenszeit, die ja begrenzt und limitiert ist, wirklich gut zu nützen. Also keinen Tag zu vergeuden, nichts zu verzetteln. Niki Lauda ist Wiener. Welche Beziehung, welchen Bezug, welche Begegnungen hat er bereits mit dem Stephansdom aus Ihren Erinnerungen? Die ganz konkreten, die ich kenne, waren 1991 nach dem schrecklichen Flugzeugabsturz einer Maschine von seiner Fluglinie über Thailand. 1991 war die Bitte von Niki Lauda und seinen Mitarbeitern, hier im Dom ein Requiem zu halten. Das habe ich damals vorbereiten dürfen mit Niki Lauda für die Opfer, für die Angehörigen, für die Fluglinie, für ihn. Und damals haben wir dieses Requiem sehr bescheiden gefeiert. Da habe ich einen sehr innigen, demütigen, betenden, zweifelnden Niki erlebt, um ihn dann später näher kennenzulernen und zu wissen, dass er immer wieder in den Dom gegangen ist, vom Haashaus drüben, vom Kirchenwirten immer herübergeschaut hat, mit seinem unnachahmlichen roten Kapperl gesessen hat, mit Attila das eine das andere besprochen hat und hier auch immer öfters hereingegangen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich einmal überrascht, freudig begrüßt habe, zufällig: Niki, du bist da? Ja, ich zünde mit meinen Kindern Kerzen an. Das ist aber schön, toll. Du nicht so ungläubig, hat er gesagt, ich bin öfters da. Du bist nicht jedes Mal da, wenn ich hier Kerzen anzünde. Und da war er humorvoll und liebevoll und konnte sich hier im Dom auch aufgehoben wissen.